Hallo, wir hatten jetzt die zweite Sitzung in der Bezirksvertretung. Wir haben aus Sicht der Linken zwei wichtige Sachen beschlossen. Das eine ist einmal, wir haben uns entschieden, als Kooperation, also alle fünf Parteien haben den Antrag gemeinsam eingebracht, dass wir die Einbahnstraßenregelung für Fahrradfahrer in Nippes sozusagen aufheben, sodass also in beiden Richtungen Fahrradfahrer fahren können. Das hat Verkehrssicherheitsaspekte sind da ganz entscheidend. Und es ist einfach auch in bestimmten Teilen von Nippes müssen sonst Fahrradfahrer zwischen 500 und 1000 Metern, zum Beispiel in der Wilhelmstraße, in Weidenpesch Umweg fahren, und das wollten wir einfach den Fahrradfahrern ersparen, und dieser Antrag ist einstimmig in der Bezirksvertretung angenommen worden. Dann hatten wir noch einen anderen wichtigen Tagesordnungspunkt zu beschließen. Es ging um die Sanierung des Kriegerplatzes in Longerich. Und da haben wir von der Linken im Kooperationsausschuss erstmal die Frage gestellt: Ja, brauchen wir wirklich in Longerich einen Kriegerplatz? Ist das noch aktuell? Zumal ja auch dort ein Denkmal von Wilhelm I. steht. Und werden auch Kriege verherrlicht, und zwar auch der Deutsch-Französische Krieg. Und das finden wir überhaupt nicht gut. Und dann haben wir das im Kooperationsausschuss diskutiert mit den Grünen, mit den Klimafreunden, mit der Wählergruppe Gut und auch der FDP, und haben dann beschlossen, dass wir das Denkmal nicht vom Sockel reißen, aber immerhin eine Stele anbringen wollen, die diese Kriegsgeschichte einfach mal kritisch hinterfragt. Wir wollen einfach darauf hinweisen, dass es nicht nur Sieger gab, sondern auch Opfer, dass diese Kriegerdenkmäler eine unselige Tradition sind, um Kriege zu rechtfertigen. Und ja, also wir haben uns dann im Kooperationsausschuss, haben das einstimmig beschlossen und haben dann auch den Antrag in die Bezirksvertretung eingebracht. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass die Bezirksvertretung in Nippes das einstimmig beschlossen hat. Das ist super. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es sogar noch hin, dass wir da in Longerich demnächst einen Friedensplatz haben.